Mit Schniert bei Radio Bielefeld. Mit den 2 Tagen Abstand, wie habt ihr Münster aufgearbeitet? Ja, war natürlich schon ein Tiefschlag. Ich war auf der Pressekonferenz auch sehr emotional, war sehr geknickt. Ich glaube, was man zum Spiel sagen muss, die ersten 70 Minuten waren klar unser Spiel, haben gut dominiert und trotzdem die letzten 20 Minuten dann keine Torchancen mehr kreiert. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass kein Aufbäumen da war, aber es war halt so ein bisschen ja, planlos. Trotzdem haben die Jungs halt alles gegeben und es hat leider nicht gereicht. Jetzt steht das nächste Spiel in der englischen Woche an. Der SSV Ulm, Tabellendritte, kommt in die Schüko Arena. Wie wirst du in Sachen Kräfteverteilung, Frische bei den Spielern möglicherweise reagieren? Ja, wir können ein bisschen rotieren, definitiv. Tut auch, glaube ich, in so einer englischen Woche jeden gut. Ein, zwei Wechsel wäre es definitiv gegen. Wer es genau sein wird, seht ihr dann morgen. Aber ja, ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind für den nächsten Gegner. Es wird ein komplett anderes Spiel als gegen Münster. Ulm wird uns alles abverlangen, ist gerade Dritter. Und trotzdem wollen wir dominant auftreten. Personell tut sich auch automatisch was. Mael Kobos hat die 5. Gelbe. Gulke ist wieder so ein bisschen auf den Sprung in Kader. Groß hat seine Rotsperre abgesessen. Wie weit sind da die Überlegungen, da für den jeweiligen Ersatz zu sorgen oder andere auch schon direkt wieder anspielen zu lassen? Genauso, Max Groß hat in der Hinrunde komplett überzeugt. Gerrit natürlich auch, der jetzt im Reha-Prozess gewesen ist, kann jetzt aber schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Könnte sogar sein, dass der morgen wieder im Kader ist. Max Groß wird definitiv im Kader reinkommen. Und ja, ist natürlich auch für mich einfacher. Du hast mehr Optionen. Klar, natürlich auch schwierige Entscheidungen, aber in der englischen Woche ist es, glaube ich, ein Riesenvorteil. Wie lange schaut denn Arminia nach oben, so ein bisschen mit der Hoffnung auf Platz 3, bis man wieder nach unten schauen muss, damit man den Abstand bis zu dem Strich wahrt? Ich schaue weder nach oben noch nach unten, also wir konzentrieren uns auf uns und das heißt am Mittwoch Ulm. Wenn wir da gewinnen, kann ich gerne danach auf die Tabelle gucken, aber vorher, wie gesagt, jetzt zählt es mich weniger. Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen und die heißen Ulm. Die Ulmer stehen da, wo Arminia gerne stehen würde. Im Hinspiel, glaube ich, das war so eine Hitzeschlacht, da gab es ja diese heißen Temperaturen und noch diverse Umstände, ging knapp verloren. Jetzt das Rückspiel hier, Schüko Arena auf der Alm. Was erwartest du da für einen Gegner, der jetzt gerade gegen Unterhaching gewonnen hat? Ja, sehr spielstarker Gegner mit einem guten Plan, spielen hinten raus Fußball, eher weniger, lange Bälle, benutzen viele Leute im Spielaufbau und wie gesagt, kommen immer wieder durch Einzelaktionen zu Umschaltaktionen, die sie noch sehr oft nutzen und so fahren sie halt die Punkte ein. Jetzt sind wir im kalten Januar angekommen, 13.000 Karten verkauft heißt es jetzt für die Partie am Mittwochabend. Wie viel Unterstützung erhoffst du dir, wie viel Skepsis nach der Derby-Niederlage, was glaubst du, was kommt da von der Südtribüne und dem Stadion? Ich erwarte wieder eine super Stimmung. Ich glaube, dass alle enttäuscht waren nach dem Spiel in Münster vom Ergebnis her. Und deswegen weiß ich, dass wir eins können und wir können uns auf die Fans verlassen. Deswegen weiß ich da auf jeden Fall, dass die Stimmung wieder im Stadion gut wird. Okay, vielen Dank. Danke auch.